Erzähl doch mal, was machen wir denn gerade mit diesem Kfz? Ja, ach so, ja. Hallo erstmal. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir sind mit dem MR2 unterwegs. Und eigentlich wollten wir dazu gar kein Video mehr machen, weil, naja, der hat jetzt keine 500 PS und es ist halt einfach in Anführungsstrichen nur ein ganz normaler MR2. Wir haben jetzt den Motor gemacht mit neuer Ölpumpe, Zahnriemen, Keilriemen, Kerzen, Dichtung überall. Was gab es noch neu? Keine Ahnung. Alles mögliche. Wasserpumpe, Lichtmaschine. Wirklich alles Mögliche. Also es gab viele Neuteile für das Auto. Und naja, dann war das Auto fertig und dann habe ich halt nochmal so eine kleine Probefahrt gemacht. Und es war das erste Mal, dass ich so wirklich gefahren bin. Und dann sind wir halt losgefahren, oder bin ich losgefahren und dachte mir, das ist so eine Zeitkapsel, das ist so mega 90er, also mehr 90er geht eigentlich gar nicht. Und ja, ich dachte, wir fahren einfach nochmal zusammen. Es ist halt immer interessant, wenn die Leute das auch mal sehen, wie sowas fährt, ne? Ja. Wir hatten jetzt schon ein paar Videos dazu, aber... Ja, und viele von euch haben vielleicht noch nie einen MR2 gesehen oder zumindest sind die noch nie gefahren. Und ich fahre jetzt, also diesen auch das erste Mal wirklich MR2. Also auch bewusst, ohne jetzt Halle rein, Halle raus, sondern halt wirklich fahren. Und ich muss sagen, es macht unheimlich viel Spaß. Auch mit dieser 2,2 Liter Luftpumpe hier. Also hier passiert halt nicht wirklich was, ne? Aber das ist eigentlich egal, weil du merkst ja auch, die Geräuschkulisse ist irgendwie cool. Er ist überhaupt nicht laut, gar nicht. Aber du hast dadurch, dass du den Motor halt hinter dir hast, hast du halt irgendwie die ganze Zeit das Motorgeräusch. Das finde ich schon mal extrem witzig. Und dann, wie es sich einfach fährt, es ist alles so 90er. Es fährt sich wirklich gut, aber es macht auch so lustige Geräusche dabei. Und dass die Intention, dass wir das Video machen wollen, oder dass ich ein Video machen will, kam, als ich das erste Mal einen Blinker angemacht habe. Jetzt müssen wir mal kurz warten, bis ich gleich blinken kann. Das klingt einfach irgendwie witzig. Und es erinnert mich so an mein erstes Auto. So ein CRX, ich hatte ja so einen Dassault, der ist irgendwie so ähnlich und einfach ein lustiges Auto. Macht Spaß. Wir haben es eben schon festgestellt, wenn ihr so einen hier habt mit T-Top, ich weiß nicht, gibt es ja auch ohne T-Top wahrscheinlich schon, ne? Das ist wie, als wenn du im Gewächshaus sitzt. Ne? Also hier in dem Auto sind gefühlt 400 Grad. Achtung, jetzt kommt der Blinker. Ich finde dieses Geräusch einfach gut. Es ist so, wenn du so einen modernen Blinker, der macht nur so gar kein Geräusch beim Anfassen und dann hört man ja kein Relais und so und hier so richtig so. Finde ich einfach gut. Und auch ansonsten ist es absolut 90er. Es schaltet sich 90er-mäßig, es hört sich so an, es fühlt sich so an, weil die Lederhocker hier echt bequem sind. Ne? Das ist schon gut. Ja, kann man nicht sagen. Und ich hätte auch gedacht, dass ich mich hier eingeengter fühle, aber es geht eigentlich. Ne? Ich glaube, das Dach macht viel aus. Ja, ich glaube auch. Wobei ich jetzt die ganze Zeit, ich sehe fast nichts auf dem Display, weil ich die ganze Zeit Sonne im Gesicht habe. Ja, also man kann im Prinzip das Auto auch nicht ohne Cap fahren, weil dann hast du die ganze Zeit, ich weiß nicht, gibt es hier irgendwie... Gibt es noch irgendwo so eine Jalousie oder so ein Rollo? Das wäre eigentlich noch ganz geil oder halt offen. Und naja, wenn man so wie ich schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter ist und die Haarpracht vielleicht nicht mehr ganz so dicht ist, was sich dann vorstellt, man sitzt hier drin und die strahlt wirklich den ganzen. Wir haben jetzt, keine Ahnung, wie viel Grad haben wir? 15, 18? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall keine 30. Also hier drin gefühlt 30. Ja, hier drin auf jeden Fall. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man sitzt hier drin und hat nichts auf dem Kopf. Und die knallt irgendwie bei 35 Grad draußen die Sonne hier durch das Glasdach auf die Rübe. Da wirst du auch jeck mit der Zeit, ey. Nee, aber ansonsten wirklich, es macht super Laune. Wie ist so dein Eindruck vom Fahren? Das ist schon sehr... Also das ist für mich so die Definition von so einem Cruiser. Ja, also absolut. So ein richtiger Ami-Cruiser. Du hast das Glasdach. Du hast hier... Also das ist wirklich hier aus so einem schlechten Videospiel oder so. Du hast nicht mehr viel Leistung. Nö. Aber das Auto liegt halt gut auf der Straße, du sitzt hier halt super drin, das ist halt alles so... Ja, es ist alles sehr auf den Fahrer ausgerichtet. Genau. Ich meine, wir haben hier ein weiß nicht, soll das ein Sportwagen sein? Schauen irgendwie, es war damals schon ein Sportwagen, ne? Ja, gab es ja auch als Turbo, ne? Mit einem Tempomat. Ja. Also da merkt man wieder die US-Ausführung. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du mit dem Ding irgendwo am Wochenende beim Sonnenuntergang durch die Gegend guckst, supergeil. Du hörst hier irgendwie so Synthwave oder so drin. Ja, supergeil. Das ist genau dafür ist das Auto da. Also das ist nichts, also jetzt in dieser Variante. Klar, es gibt natürlich Modelle mit deutlich mehr Leistung und so. Aber ich glaube für so eine gemütliche Ausfahrt am Sonntagnachmittag, ne? Da brauchst du auch nicht mehr. Und er sieht richtig gut aus. Ja, er ist echt richtig cool. Also. Klar, dieses Bodykit und so, man muss das alles mögen, ne? Aber ich finde, das ist so
90er, 2000er Tuning und das ist einfach irgendwie cool. Ja. Es macht auf jeden Fall mega viel Spaß, das Auto. Er ist auch nicht so hart. Ich glaube, hier sind nur Federn drin. Hier ist nicht irgendein blödes Fahrwerk drin. So. Ja, so ein bisschen was hört man auch. Im Gegensatz zu dem, womit wir sonst so durch die Gegend fahren, ist das hier ein Flüstermobil, aber ja. Und es ist ultra bequem. Also die Sitze sind gut hier, mit der Armauflage ist gut. Es macht einfach Spaß, damit zu fahren. Also ich kann schon nachvollziehen, dass man sich so ein Auto kauft. Und ich bin immer noch begeistert, wie ich hier selbst mit meinen 1,90 hier so einigermaßen gut mit Hut reinpasse. Geht aber hinten wird es schon ein bisschen eng. Also ich glaube, wenn das Dach zu wäre, ohne diese Erhöhung vom Gasdach. Ja, aber dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen doll eng. Aber auch so diese ganzen Designs. Ich meine, wir müssen uns gleich mal, wenn wir ein paar Bilder von außen machen, mal die Heckscheibe angucken. So für Leute, die MR2 nicht kennen, die haben, glaube ich, noch nie so eine Heckscheibe gesehen, weil die geht ja so. Ja. Also ich will auch nicht wissen, was die kostet, wenn die mal kaputt ist. Vor allem heute. Also heutzutage. Ja. Ja, dann hat das Ding natürlich keine Servolenkung. Also ich weiß gar nicht, ob es ein MR2 mit Servolenkung gab, weil man müsste dann ja die Schläuche von hinten nach vorne, wird es wahrscheinlich gegeben haben. Aber so ohne Servolenkung und so, ist schon lustig. Macht auf jeden Fall Spaß. Raucherauto. So, wir fahren jetzt erstmal einmal in der Stadt raus und fahren auf der Landstraße. Da können wir dann, werden jetzt natürlich nicht anfangen zu heizen, aber mal so ein bisschen sportlicher um die Kurve fahren, vorsichtig. Ich meine, man muss ja, es bringt ja jetzt, wenn wir die alles draußen hatten, bringt es ja nicht zum Stadtverkehr zu gucken, ob irgendwas klappert oder knarzt. Nee, eben. Also es war ja wirklich alles aus, die Achsen waren raus und so weiter. Sollte man vielleicht wirklich einmal gucken, dass das Auto noch vernünftig fährt, aber das macht auf jeden Fall bis jetzt den Eindruck. Wie gesagt, wir fahren jetzt mal aus der Stadt raus und wenn wir raus sind, melden wir uns gleich nochmal. Also nochmal, jetzt sind wir da angekommen, wo so ein Auto auch irgendwie hingehört. Wir sind jetzt auf so einer kleinen, kurvigen Landstraße. Das ist natürlich kein Rennwagen hier, ne? Und auch wenn ich jetzt zweiter Gang Vollgas. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier jetzt irgendwer, dass das jetzt so richtig spannend wird. Aber hier so auf der Landstraße, so mit so ein bisschen Kurven, mit dem Mittelmotor. Macht schon Spaß. Wir haben es eben wieder festgestellt, der Klang, dass er direkt hinter dir ist, ist schon gut. Ein Charger. Oh, ist ein Challenger? Kann ich das mal halten? Ich glaube ein Charger. Aber das Klappern und Knarzen soweit eigentlich nichts? Nee, aber ich weiß nicht, ob du das auf Beifahrsitz merkst, aber merkst du, dass er. So gewichtsverteilungstechnisch ist das natürlich geil, ne? Und ja. er fährt ganz ruhig, auch wenn man jetzt nicht rast, aber so ein bisschen flotter durch die Kurve fährt. Absolut. Wie gesagt, ich habe eben schon zu Felix gesagt, ich kann das jetzt voll verstehen, dass man sich so ein Auto kauft, weil es macht einfach Spaß. Also wir werden hier sicherlich keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, aber es macht trotzdem Laune. Wenn ich mir überlege, wie ich hier, das ist die Strecke zu unserer zweiten Halle, wie ich hier mit dem Civic lang hacke, so, ja, definitiv deutlich schneller, aber ich habe auch deutlich mehr Stress. So, und hier fährt man so ganz entspannt, schon ein bisschen zügiger. Merkst du das? Also merkt man das? Wie gut das Ding liegt? Ne? Und das ohne irgendwie groß Fahrwerk und so. Ganz entspannt. Schon gut. Also kann man nicht anders sagen. Wir haben das wichtigste Detail noch nicht gefilmt. Guck mal nach vorne. Also, ich weiß auch nicht, warum hat man eigentlich aufgehört, Klappsteinwerfer zu bauen? Ich bin dafür, wir schaffen alle Passanten wieder ab. Da braucht ja keinen Fußgängerschutz mehr. Ach, hast du den Fußgängerschutz gemacht? Ja, klar. Ernsthaft? Ja. Warum? Das sieht doch cool aus. Fußgängerschutz, bla bla. Ja, ja. Was im Jahr 1999 oder keine Ahnung wo noch ging, das wird dann ab Baujahr 2000 auf einmal tödlich gefühlt. 2004 ging das, glaube ich, so richtig los. Da haben sie ja richtig angefangen auszurasten, was Fußgängerschutz angeht. Ja, weil zum Beispiel. Ja. Ja, nee. Also,
wie gesagt, MR2 kann ich, mittlerweile fühle ich das total. Ich glaube auch nicht, dass man, wenn man das machen möchte, was wir jetzt, also so ein bisschen gemütlich durch die Gegend fahren, ein bisschen Landstraße, ein bisschen so mit der Freundin Eis essen fahren, dann glaube ich, brauchst du auch nicht den Turbo. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich noch mal ein bisschen mehr Spaß macht. Aber ich glaube, so ein 2,2 Liter Saugmoped da hinten drin, gerade nachdem es jetzt so einmal so einen kompletten Service mit allem gekriegt hat, was soll damit noch passieren? Ne? Der hat jetzt 90.000 Meilen gelaufen, also irgendwie 145.000 Kilometer oder sowas. Also ich glaube nicht, dass in den nächsten 90.000 Meilen hier irgendwas passiert, weil... Ist hier kein Golf. Nee, und das Ding muss auch nicht wirklich arbeiten, also... Also ich glaube, dass mein MR2-Fazit, ich kann es voll verstehen, wenn man auf sowas Bock hat, optisch geil, fahren, macht Spaß. Ich weiß nicht, wie ist die Preislage bei den Dingern im Moment? Also die Turbos sind teuer. Ja, doch. Ich glaube, selbst wenn du so einen Sauger haben willst, einen rostfreien oder so. Ja, also ich weiß, dass er hier richtig Geld für bezahlt hat. Ja, das weiß ich. So, aber ich denke mal, man kriegt aber irgendwie was unter 10. Ja. So, und ich glaube auch, dass die nicht mehr fallen werden im Preis, wenn sie gut erhalten sind. Wir werden jetzt uns langsam auf den Weg zurück machen, hier noch ein bisschen die Fahrt genießen. Bleibt auf jeden Fall dran, wir schießen jetzt gleich noch ein paar Bilder hinterher. Und vielen Dank. Oh, meine Güte, es ist wirklich so ein kleiner Landstraßenrennwagen hier. Ja, also ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Denkt ans Abonnieren und ans Liken und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.